Die Selbstbefragung der Zunft stellt gerade heraus, dass Journalisten auch bei uns zuweilen versucht waren und sind, in die Echoräume des politischen Gleichklangs zu fliehen und Meinungen, die ihnen nicht behagen oder sie selbst nicht teilen, abzuwerten oder eben einfach zu ignorieren. Herr Hammelmann, der Bundespräsident hat in seiner Laudatio ja auch kritisch angemerkt, dass sich vielleicht möglicherweise einige Journalisten auch schon in die Echokammer politischen Gleichklangs bewegt hatten und dass gewisse Themen oder gewisse Schichten der Bevölkerung in der Berichterstattung vielleicht auch ein bisschen hinten runtergefallen sind. Wie sehen Sie das? Also er hat natürlich zu Recht diesen Eindruck unterstrichen. In Teilbereichen, denke ich mal, würden wir als Berufsstand auch schlecht daran tun, das zu bestreiten. Ich glaube aber, dass gerade im lokalen, im Regionaljournalismus, wo, sag ich mal, diese Bereiche wie Berlin oder eine Landeshauptstadt, wo man also im Lokalen deutlich da weit davon entfernt ist, dass man da in dieser Echokammer, glaube ich, nicht so schnell landet, wie möglicherweise dieser Gleichklang, der dann wieder in Großstädten, in der Bundespressekonferenz möglicherweise, ohne den Kolleginnen und Kollegen dort zu nahe zu kommen, dass es da eben doch schneller passieren kann. Zunächst mal fand ich das sehr ermutigend, dass der Bundespräsident uns Journalisten den Rücken gestärkt hat, indem er gesagt hat, wenn ihr eure Arbeit gut macht, dann hilft das auch der Demokratie, denn Kommunikation lebt vom Vertrauen. Deswegen dürfen wir natürlich das Vertrauen nicht gefährden. Und da mache ich aber einen kleinen Unterschied. Der Echoraum, von dem er sprach, ist eher so ein bisschen die Berliner Blase. Das hatten wir übrigens in Bonn auch, in Bonner Zeiten. Und das sieht natürlich im Regional- und Lokalzeitungsgeschäft doch erheblich anders aus, weil wir da einfach viel überprüfbarer sind. Dass die Journalisten aus der Hauptstadt über die Hauptstadtthemen berichten, ist eindeutig. Das Problem stellt sich eher, wenn in der Region, dort wo der Alltag der Bürgerinnen und Bürger sich abspielt, wenn dort nicht mehr genug Journalismus vor Ort betrieben wird. Dass man nicht mehr auf die Gemeinderatssitzungen geht, dass man vielleicht gar nicht die Zeit und das Personal dazu hat. Dass man nicht mehr sieht, was ist an der Ecke, wo sind Baustellen, die Leute ärgern. Das ist für einen Journalisten dann manchmal ein bisschen trivial. Er will lieber über die höheren Dinge berichten. Aber das ist der eigentliche Kern des Journalismus, wo dann auch Vorwürfe entstehen. Die schreiben ja nicht über das, was uns interessiert. Insoweit muss es eine enge Kombination zwischen einer kritischen Berichterstattung auf der Ebene von Regierung und Parlament geben und einer kritischen und sehr nachhaltigen Berichterstattung vor Ort, wo der Bürger sich wiedererkennt. Vertrauen bekommt man nur dann, wenn man auch sich dieser Fehlerkultur, die angesprochen wurde, stellt, Fehler auch offensiv begegnet und wenn es dann hart auf hart geht, auch einmal wirklich Positionen bezieht und sagt, was ihr uns vorwirft, ist schlicht und ergreifend falsch. Da sollte man aber dann richtig recherchiert haben und die guten Argumente auf seiner Seite haben. Also wir leben natürlich in einer journalistischen Welt, auch in Schleswig-Holstein am Rande Dänemarks, die sich von der woanders auch nicht groß unterscheidet. Wir haben die gleichen Probleme, wir sind in den Lokalteilen manchmal zu weit von bestimmten Bevölkerungsschichten weg. Wir sind vielleicht manchmal zu nah an der verfassten Politik und an den Verbänden und den Gremien und Körperschaften, die uns da teilweise auch behelligen. Also wir müssen schon noch vielleicht stärker an den Bürger herangehen. Wir sind aber inzwischen doch sehr effizient dabei, Reporter wirklich Reporter sein zu lassen und auch dahin zu gehen, wo es ein Parteichef, der noch im Amt ist, würde sagen, wo es stinkt und qualmt.